Okay. Sprich mit Merlin. Ja, alles nacheinander. Ich will mal schauen, ob es hier irgendwas sonst noch gibt. Wir nehmen alles mit, was wir können. Kann ich mich da, werde ich dann gewaschen? Oh, eine herrliche Dusche bröckelt über mich. Da ist noch Geld drinnen und hier ist noch Geld drinnen. Okay, wir reden mal mit ihm. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Wie merkwürdig. Siehst du das, Ori? Ich glaube, das ist... Naja, das ist eine Falltür. Es wäre kein Abenteuer ohne eine Falltür. Ja, das ist ein echter Klassiker. Ich bin sicher, dass das, was wir suchen, unter uns liegt. Wir müssen also einen Weg finden, diese Tür zu öffnen. Ich werde sie weiter nach Hinweisen absuchen. Vielleicht kannst du versuchen, die anderen Kammern auf dieser Ebene zu untersuchen. Ich habe in der Nordkammer eine Art uraltes technisches Gerät bemerkt. Ein seltsames Protest in der Westkammer und eine Abbildung mit Musiknoten in der Ostkammer. Okay, ich bringe dir Fotos von allem, was ich finde. Und jetzt laufen. Kann ich das eigentlich? Okay, das können wir alles kaputt machen. Dann leeren wir die komplett aus. Weil ich nicht weiß, ob wir da jemals dann wieder zurück reinkommen. Ich mache hier mal alles schnell frei. So. Was ist denn das? Da liegt noch Geld. Hier ist auch noch sowas. Das kann ich auch noch zerstören. Ah, was ist das? Okay, das finden wir wahrscheinlich noch raus. So, warte. Wir schauen uns das mal an. Uralte Stromspule. In dieser Spule summt eine Art uralter Strom. Sie könnte nützlich sein, um etwas mit Strom zu versorgen. Okay, wir gehen als erstes hier rein. Okay, das sieht aus, als ob wir da schon mal irgendwas mit Strom dann brauchen, wahrscheinlich. Aber die Sachen kann ich noch nicht zerstören. Okay, das geht durch diese Tür durch. Okay, da werden wahrscheinlich vielleicht die Kammern miteinander verbunden sein. Schauen wir mal. Nee, aber hier ist nichts. Aha. Da kann ich noch nichts machen. Da werden wir wahrscheinlich die Spulen reinschmeißen müssen. Oder reingeben in dem Fall. Okay. Von hier aus wird der Strom dann geleitet. Okay. Gut. Achso, ich muss ja Foto auch machen. Stimmt ja. Warte, dann gehen wir nochmal zurück zu der Kammer, wo wir waren. Ist da das gemeint? Und dann müssen wir noch drüben hin. Okay.
Das sieht aus, als ob das dann alles zerbrechen wird. Also weil die Mauer anders aussieht wie die anderen. Aber schauen wir mal. Kriege ich das? Kriegen wir auch weg. Da mag ich eh nicht zurück. Zerstören kann ich das nicht, nee. Was sind die Musiknoten? Oder vielleicht sind das noch geheime Türen im Hintergrund, die man dann durch die Magie öffnen kann. Und da versteckt sich irgendwas dahinter. Okay, keine Ahnung. Wir schauen mal. Wir machen hier noch ein Foto. So, Merlin, wir haben's. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Wie merkwürdig es scheint, dass die anderen Kammern den Schlüssel zu öffnen der Falltür enthalten. Das müssen Tests sein. Tests für genau die Eigenschaften, die diese antike Zivilisation schätzt. Die uralten Konsolen in der Nordkammer, die erhöhte Plattform in der Westkammer. Es ist eine Form der uralten Technologie. Die antike Zivilisation schätzt technische Innovation. Du musst jemanden auf der Insel der Ewigkeit finden, der mit diesem Gerät sprechen kann. Jemanden, der sich mit solchen Dingen auskennt. Ivy? Ja, Ivy. Wäre perfekt. Sie hat eine lange Zeit auf der Insel der Ewigkeit verbracht, umgeben von all dieser uralten Technologie. Okay, ich bitte Ivy um Hilfe. Die erhöhte Plattform in der Westkammer. Es sieht aus wie eine Art Podium. Ich vermute, dass hier einst eine Statue von zwei großen Helden stand, aber die sind schon lange zerbröckelt. Du musst jemanden finden, der ziemlich kräftig ist, um darauf zu stehen, um ihn auszulösen. Jemanden, der eine heldenhafte Pose einnehmen kann. Offensichtlich schätzt diese antike Zivilisation Stärke und Heldentum. So jemand werden wir brauchen. Ein Maui. Was? Die ist gut, aber ich wage zu behaupten, dass Maui ein bisschen zu viel für diese Plattform sein könnte. Die antike Zivilisation könnte sich nicht darauf verlassen, dass die nachfolgende Generation einen Halbgott in ihrer Mitte haben würde. Carsten? Aber Carsten, er würde sich ganz gut machen. Gut, ich werde mit Carsten darüber reden, wie man es auslöst. Die Musiknoten in der Ostkammer? Es scheint, dass die antike Zivilisation die Kreativität und insbesondere die Musik als eine der reinsten kreativen Formen schätzt. Du musst jemanden finden, der sich mit Musik auskennt, um ihn zu entschlüsseln. Da würde ich Rapunzel nehmen. Ein sehr kluger Vorschlag. Sie ist eine gute Sängerin und Instrumentalistin. Gut, ich werde mit Rapunzel reden. Großartig, die antike Zivilisation muss stärker. Stärke und Heldentum, technologisches Wissen und Innovation sowie Kreativität und Musik geschätzt haben. Aber niemand hätte all diese Talente in sich vereinen können. Was sie also vielleicht am meisten schätzen, war Freundschaft und Zusammenarbeit. Das heißt, niemand kann den Funke der Vorstellungskraft alleine erreichen. Aber mit Hilfe von Carsten, Ivy und Rapunzel wirst du es sicher schaffen. Okay. Da ist eh schon mal die Ivy. Ivy, ich habe eine ganz besondere Aufgabe für dich. Scanne dieses Foto. Unter der Insel der Ewigkeit gibt es diese uralten Ruinen. Da unten steht ein uralter komischer Computer. Du musst dich da reinhacken. Glaubst du, du kannst das machen? Oh nein, Ivy, du siehst traurig aus. Du glaubst nicht, dass du mit diesem Computer sprechen kannst? Auf der Insel gibt es so viele alte Technologien. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, ein Zubehör herzustellen, das dir hilft, dich mit dem Computer zu verbinden.
Wow, was ist das? Es sieht aus wie eine Art Karte. Eine Karte zu Teilen von etwas, das uralter Prozess genannt wird. Das muss es sein, was wir brauchen. Ich werde diese Karte benutzen, um alle Teile zu finden und dir Bescheid geben, sobald ich sie habe. Okay, warte. Okay, wo sind wir denn hier? Da sind wir jetzt, ne? Da ist Ivy zu Hause, das heißt, wir gehen mal als erstes Schätzungsmotiv da hinten rein. Dann Erinnerungen müssen wir da hinten angeln. Okay. Das ist da hinten rum wahrscheinlich, gell? Hier oben müssen wir graben. Warte, da kommen wir durch. Wo habe ich die? Auf 3? Jawohl. Ich schätze. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt hier ist. Warte mal. Beim Baum? Oder muss ich den Baum vielleicht wegnehmen? Ups, wieder rausgetappt. Den Baum kann ich nicht wegnehmen. Okay, weißt du was, dann gehen wir zuerst nach unten. Da liegt nur eine Perle. Weiß halt auch nicht. Nee. Das müsste dann aber... Oh, Alter. Das müsste aufleuchten. Okay. Es kann aber auch gut sein, dass das auch schon auf der anderen Seite drüben ist. Warte. Ja, ich war jetzt hier oben. Okay. Das heißt, ich muss hier durch. Okay, verstehe schon. Okay. Da kommen wir nach unten. Da muss ich angeln. Die habe ich auf 4. Merlin, wie bist du jetzt hierher gekommen? Die Dorfbewohner zählen auf dich, mein Freund. Also gib niemals auf. So. Du
Da ist es. Das heißt, jetzt hoch da. Schauen wir, ob hier dann noch irgendwas zu machen ist. Sammlung. Das haben wir. Das haben wir. Jetzt müssen wir... Okay, da hinten rum. Da drüben, warte, ich esse noch was. Das können wir aufmachen. Möbelbeutel. Marineblauer Esszimmerstuhl. Jawohl. Hier. Das muss hier sein. Da haben wir es schon. Nein. Jetzt. Dann haben wir das hier. Dann ist das in der Wüste. Und das ist im Dschungel. Okay. In der Wüste. Das müsste, glaube ich, dann hier oben sein. Das heißt, wir müssen da durch die Oase. Mit ihm können wir auch gleich noch reden. Du da! Wir müssen reden! Ah, Ori, dich hat dich die Hitze den Dünen überwältigt. Bist du gekommen, um im Schatten meines enormen Bizeps Schutz zu suchen? Eigentlich könnte ich deinen Bizeps für etwas anderes brauchen. Oh, soll ich etwas heben oder vielleicht mit einer gefährlichen Kreatur ringen? Nicht ganz, aber nah dran. Du musst dich auf etwas stellen und so schwer wie möglich sein, um eine Falltür auszulösen. Hier, sieh dir das Bild an. Ich versuche, diese Falltür in den uralten Ruinen zu öffnen, damit ich... Stopp! Mehr ist nicht nötig. Du brauchst jemanden, der heldenhaft posiert. Ich bin ein Held, der hervorragend posieren kann. Es gibt nur ein Problem. Ohne ein ordentliches Frühstück bin ich nicht in Bestform. Verstanden, du brauchst ein heldenhaftes Frühstück. Eine sehr LeFou-artige Antwort, Ori. Ich stimme zu. Für einen richtig sättigendes Frühstück musst du natürlich mehr tun, als nur ein paar Croissants zu packen. Ich habe in den Dünen ein interessantes Rezept gefunden. Es scheint, als hätte die uralte Zivilisation, die hier lebte, ein ziemlich beeindruckendes Rezept gehabt. Ein Omelett aus purem Gold. Das klingt wie ein Rezept für Verdauungsstörungen. Es gibt keinen besseren Magen als den vom Garsten. Meiner wird das schnell erledigen. Ey, Git. Das Rezept erfordert goldene Zutaten, aber ich habe keine davon auf der Insel gesehen. Aber wenn sie aus Gold sind, hat der Täuschungszauber sie vielleicht in seinem Tresor versammelt. Stimmt, ich schaue in der Wunderhöhle nach. Auf Wiedersehen. Tschüss. Aber jetzt machen wir mal Ivy fertig. Was ist das? Achso. So. Da muss ich, glaube ich, da nach oben. Oder auch nicht. Dann bin ich hier falsch. Wahrscheinlich dann... Hier? Nee. Doch, das müsste... So, warte.
Mit der Spitzhacke brauche ich da. Okay. Da haben wir's. Okay, und dann muss ich, glaube ich, noch hier rüber. So, wir schauen uns das jetzt nochmal an. Das wäre dann... Ich bin unsicher, ob das stimmen kann, hier drüben. Na ja, gut, wir schauen mal. Ich sehe nix. Jetzt, da haben wir's. Passt. Was ist das? Die sehen so anders aus. So. Okay, den uralten Prozess an einem Tisch der Zeit. Okay, und dann müssen wir ja eigentlich noch mit der Rapunzel sprechen. Die ist eh hier. Das heißt, wir gehen hier hin, sprechen auch noch mit der Rapunzel. Da... Hinter uns. Da ist sie und malt. Oh, du bist es. Können wir reden? Gesundheit. Aha, es tut mir leid, Ori. Ich bin ganz nah an einem große Fliegenfalle herangekommen und sie hat mir eine große Wolke Pollen ins Gesicht geschleudert. Seitdem muss ich ständig niesen und mein Hals kratzt. Ich bin sicher, dass es mir bald wieder gut geht. Brauchst du etwas? Kann ich dir bei irgendetwas helfen? Ich bin auf der Spur eines besonderen Schatzes. Man nennt ihn den Funke der Vorstellungskraft. Aber um ihn zu finden, muss ich dieses spezielle Rätsel mit Musiknoten lösen. Es sieht so aus, als ob wir die richtigen Noten kennen müssen und jemanden brauchen, der sie singt. Oh nein, wenn du deshalb hier bist, kann ich dir in nächster Zeit wohl nicht helfen. Mein Hals kratzt so sehr. Ich könnte den ganzen Tag keinen einzigen Ton singen. Oh, ich denke, ich könnte jemanden anderen bitten, mir bei diesem Teil zu helfen. Aber ich möchte dir wirklich helfen, nachdem du mir schon so oft geholfen hast. Wenn ich doch nur den Tee oder die Suppe hätte, die Mutter mir immer gemacht hat. Immer wenn ich Halsschmerzen hatte, hat sie gemacht. Und nach ein paar Schlücken konnte ich wieder singen. Vielleicht kann ich dir welche machen. Meinst du, du schaffst das? Ich würde sie selbst machen, aber Mutter hatte spezielle Rezepte, die sie nicht mit mir teilen wollte. Ich will Mutter wirklich nicht um Hilfe bitten, nicht nachdem ich schon so weit gekommen bin. Ich weiß nur, dass sie mich im Gegenzug bitten wird, für sie zu singen. Mutter Gothel hat einige Sachen in deinem Turm hinterlassen. Könnte es da oben sein? Weißt du, du könntest recht haben. Sie hat einen Haufen Sachen dort gelassen, aber ich habe doch noch nichts davon durchgeblättert. Ich war zu sehr damit beschäftigt, die Insel zu erkunden. Kein Problem, ich werde deinen Turm durchsuchen und sehen, was ich finde. Wir sehen uns bald. Ja, mach mal da runter. So, wir machen zuerst mal die Prozesse fertig. Für die Ivy, dass mal die Ivy abgeschlossen ist. So, herstellen. Okay, dann müssen wir das jetzt der Ivy bringen. Wo ist die Ivy? Da oben. So, dann...
Dein uralter Prozess. Alles klar, Ivy. Ein uralter Prozess für dich. Glaubst du, das reicht aus, um mit dem uralten Computer in den Ruinen zu kommunizieren? Er scheint nicht richtig zu passen. Ich denke, das ergibt Sinn. Vielleicht könnte ich eine Art Universaladapter herstellen, um den Prozessor mit deinem System zu verbinden. Das bedeutet wohl, dass ich ein bisschen mehr darüber lernen muss, wie du arbeitest. Vielleicht kann ich anfangen, indem ich Fotos in deinem Haus mache. Okay, da ist eine Truhe, die nehmen wir noch mit. So, das heißt, etwas... Okay, wir müssen... zu Ivy nach Hause. Und Fotos machen. Etwas Rundes mit Löchern. Eine Art Elektrizitätsfassung. Einige gläserne Kugeln. Okay. Da ist mal der Tisch. Entschuldigung. Einige gläserne Kugeln. Gläserne Kugeln da oben. Elektrizitätsfassung. Der Boden vielleicht. Wir könnten es ja mal probieren. Das Licht, eine Art Elektrizitätsfassung. Oder das? Auch nicht. Vielleicht sind auch die Bilder gemeint. Elektrizität, ne? Ja. Okay, Messingbarren und mechanische Teile braucht man noch. Das ist halt jetzt die Frage, ob ich das alles habe oder ob ich es noch suchen muss. Die Messingbarren... Schauen wir mal. Plastikschrott. Ach so, mechanische Teile. Gut, die muss ich suchen. Messingbarren brauche ich 2 Stück. Und die mechanischen Teile, Blödsinn, kann ich ja auch herstellen. Da brauche ich 3, das heißt... Und so. Dann müssten wir das haben. Und jetzt den Adapter. Fehlt mir Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. Ha? Das müsste eigentlich, glaube ich, schon ausreichen. Da. Jawohl, passt. So, da ist noch immer ein bisschen Chaos. Da muss ich auch mal zusammenräumen. So, Ivy. Bitteschön. Das war's. Mit all dem solltest du in der Lage sein, mit der Konsole in den uralten Ruinen zu kommunizieren. Warum wartest du nicht da unten auf mich? Ich muss nur noch Gaston und Rapunzel helfen. Ich treffe dich dort, okay?